Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr zu eurem Spiel Türen hinzufügt, die nur mit einem bestimmten Schlüssel geöffnet werden können. Dafür zeige ich euch einmal hier zum Beispiel diese zwei Häuser. Das Haus hier kann ich für mich claimen. Ihr seht, hier unten habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen, kann hier reingehen, die Tür öffnen und schließen, wie ich will. Und hier drüben ist schon ein Spieler, der hat dieses Haus geclaimt. Ich kann seine Tür zwar schließen, aber ich kann sie nicht mehr öffnen, weil ich habe den Schlüssel nicht für sein Haus. Den Schlüssel hat nämlich nur der Spieler, zu dem ich mal wechseln. So, der sitzt jetzt hier drin und kann die Tür natürlich öffnen. Aber kann die Tür von meinem Haus nicht öffnen. Dazu werden wir einen ganz lustigen kleinen Verschlüsselungsalgorithmus verwenden, den man jetzt nicht wirklich so betiteln kann, weil das ist wirklich auf das Minimalste und Lächerlichste runtergebrochen. Also diese Verschlüsselung benutze ich nur, um euch ein ungefähres Bild davon zu geben, wie eigentlich Verschlüsselung funktionieren kann. Ja, ich würde sagen, dann geht's erstmal los mit dem Video. Zuallererst braucht ihr natürlich euer Haus oder was auch immer, wo auch immer ihr die Tür haben wollt. Wichtig ist ja die Tür. In dem Haus hier habe ich einmal Dach und Wände gesondert, die sind vollkommen egal. Wichtig ist der Ordner Tür und darin ist ein Part, das heißt Tür. Und das ist einfach ein ganz normales Part, wo ich den Pivot hier zur Seite geschoben habe, damit ich auch um diese Hinge herum rotieren kann. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Dann habe ich noch den geschlossenen Part, was straight up einfach nur eine Kopie von der Tür ist, bei dem ich die Transparency runtergestellt habe. Da habe ich auch Can Collide auf False gemacht, weil wir wollen damit nicht kollidieren können. Und das ist genau dort, wo die Tür auch ist, wenn sie geschlossen ist. Und davon habe ich dann noch eine Kopie gemacht, habe die dann rotiert. Und das ist das hier, das Offen-Part. Exakt das gleiche, Can Collide False, Transparenz ein bisschen runtergestellt, damit man sehen kann, dass das nicht zu sehen sein soll. Und dann habe ich es halt rotiert, um diese Hinge herum. Weil das ist die Position, in der die Tür sein soll, wenn sie dann geöffnet ist. So, nun gehen wir jetzt auf die Tür, fügen ein Proximity-Prompt hinzu. Ihr könnt natürlich eure Lieblingsmethode verwenden, um irgendwas zu aktivieren, zum Beispiel einen Click-Detector oder Collider mit einer Touched-Connection. Den Proximity-Prompt nehme ich hier erstmal, schreibe dann hier bei den Object-Text erstmal Tür rein, weil es ist eine Tür. Und Requires Line of Sight mache ich aus, damit das Ding nicht irgendwie verdeckt wird, weil hier irgendwelche anderen Parts im Weg sind. Nun braucht man natürlich ein Script, welches auf das Proximity Prompt reagiert. Das Ganze nenne ich richtig kreativ einfach Tür-Script. Das Hello World entfernen wir. Ich werde das hier aber in zwei verschiedene Parts aufsplitten. Einmal das Tür-Script und einmal das Tür-Modul. Weil ihr möchtet ja wahrscheinlich vielleicht später dann die Tür client-sided bedienen können. Oder vielleicht habt ihr auch andere Möglichkeiten, die Tür zu aktivieren. Deswegen werden wir neben dem Tür-Script noch ein Modul hinzufügen, ein Module-Script. Und das ist dann die eigentliche Tür. Und das Module-Script nenne ich dann auch einfach Door. Wir nennen das Modul hier entsprechend auch um in Door. So, und dieses Modul wird dann immer angesprochen, um die Tür zu öffnen, zu schließen, was auch immer. Und in dem Tür-Script müssen wir diese Door requiren. Wir kümmern uns erstmal um das Tür-Script, das die Door anspricht und danach um die Door, die es eigentlich macht. Das heißt, wir schreiben jetzt erstmal Local Door ist gleich require script.parent Doppelpunkt find first child door. Also wir gehen von dem Script einen hoch zur Tür und dann nehmen wir uns das Modul Door. Und dann brauchen wir noch das Proximity Prompt und das heißt dann local prox nenne ich das immer script.parent Doppelpunkt find first child Proximity Prompt und wir wollen den Proximity Prompt Action Text an dem Status der Tür anpassen. Und dafür gehen wir hier einmal ins Modul rein und fügen zu der Door schon mal eine Eigenschaft hinzu und die heißt dann einfach Door.state und die kann geschlossen oder offen sein. Deswegen erstmal ist die Tür geschlossen, weil hier im Standardzustand ist sie auch geschlossen, wie ihr seht. Und deswegen schreiben wir geschlossen rein, aber wie gesagt, es kann offen oder geschlossen sein. Und wir passen jetzt unser Proximity Prompt Action Text an. Und zwar je nachdem, welchen State das Ding hat. Und das Ding kann eigentlich drei States haben, weil wir wollen ja eine Tür machen, die sich mit einem Schlüssel bedienen lässt. Aber manche Türen haben vielleicht noch gar keinen Besitzer. Das bedeutet, es gibt noch einen dritten State, der heißt Unclaimed, aber dazu kommen wir noch. Wir schreiben hier erstmal einfach ein If-Else-If-Statement. Und das Ganze sieht dann so aus, if door.config.schloss-ID ist gleich nil, denn ist der Action-Text claimen, dass wir die Tür jetzt für uns claimen. Else if door.state ist gleich offen, dann steht da natürlich schließen. Und else schreiben wir dann einfach öffnen. Weil das sind die drei Aktionen, die wir tun können mit der Tür. Entweder claimen, schließen oder öffnen. Nun müssen wir noch die letzte Funktion schreiben, und zwar die, die sagt, was zu tun ist. Wenn wir jetzt das Proximity Prompt triggern, das bedeutet, wir schreiben prox.triggered Doppelpunkt connect function, Klammer auf, Klammer zu. Und hier kommen erstmal ein If-Statement rein. Fürs Claimen. If Door. Das haben wir hier schon gemacht. Door.config Schloss-ID ist gleich nil. Wie wir die Door später aufbauen. Also, dass hier jetzt alles rot unterstrichen wird, liegt daran, dass wir hier in die Door noch nichts wirklich reingeschrieben haben. Aber das werden wir noch tun. Und dann sagen wir natürlich noch End Not Spieler. Ah, natürlich müssten wir in die Function noch den Spieler reinnehmen. Spieler Doppelpunkt Player.
Spieler.backpack Doppelpunkt find first child key then. Also, wenn die Tür noch nicht geclaimed wurde und der Spieler keinen Key hat, weil vielleicht machen wir ja mehrere Türen und jeder Spieler soll nur eine Tür für sich claimen können, deswegen sagen wir hier, wenn der Spieler schon einen Schlüssel für eine andere Tür hat, dann kann er die Tür nicht auch noch claimen. Wenn ihr wollt, dass man so viele Türen claimen kann, wie man will, dann lasst ihr einfach das hier alles weg. Und dann sagen wir Door Doppelpunkt claimen in Klammern Spieler. Weil die Tür wird dann geclaimt von dem Spieler. Und dann ändern wir den Proximity Prompt Punkt Action Text according wie hier oben. Ich kopiere das hier einfach mal raus. So, if Door.Status gleich offen, dann schließen, else öffnen. Und zu guter Letzt machen wir das, was getan werden muss, wenn die Tür schon geclaimed ist. Und wir wollen wahrscheinlich, da die Tür standardmäßig geschlossen ist, schreiben wir jetzt kein Return. Wenn sie jetzt standardmäßig geöffnet wäre, würden wir hier jetzt auf jeden Fall nochmal einen Return hinterschreiben. Damit das, was danach passiert, nicht passiert. Aber ich lasse das jetzt mal so offen für das Spielgefühl. Und da schreiben wir, if door.state ist gleich geschlossen, then. Jetzt machen wir noch eine if-Abfrage und zwar door.open. Weil dann öffnen wir auf jeden Fall die Tür. Und die Tür braucht natürlich einen Key. Das bedeutet Spieler.backpack doppelpunkt find first child key. Then prox.actiontext ist gleich schließen. Weil in dem Fall, wenn die Tür geschlossen ist, dann wird die Tür erstmal geöffnet. Und wenn das erfolgreich war, weil das, diese Funktion returnt ja erfolgreich oder nicht erfolgreich, dann schreiben wir schließen, weil dann ist die Tür offen und dann ist der nächste State natürlich schließen. Und jetzt machen wir noch ein else if und da schreiben wir alles nochmal umgekehrt rein. Und zwar so, if door.state ist gleich offen, dann door.close. Und dann wieder Spieler.backpack doppelpunkt find first child key. Und dann sagen wir prox.actiontext ist öffnen. Und das wär's. Dieses Skript hier ist fertig und jetzt können wir uns um den spannenden Part kümmern, um die Tür. Dieses Skript hier ist auch nur ein Beispiel. Ihr könnt das hier implementieren, wie ihr wollt. Ihr seht einfach nur, wir werden arbeiten mit den Funktionen öffnen, schließen oder open, close und claimen. Und wir nehmen dafür immer einen Key rein. Und der Key muss auch nicht unbedingt im Spieler.backpack sein. Ich packe den da jetzt einfach nur rein, weil es dann einfacher ist für dieses Tutorial. Jetzt fangen wir hiermit an und holen uns natürlich als allererstes unsere Services, die wir brauchen. Und wir brauchen ehrlich gesagt nur einen Service, und zwar den Treen-Service. Die Tür bekommt auch einen Private Key. Deswegen Local Private Key ist gleich nil, weil sie momentan noch nicht geclaimed ist. Wir werden hier so eine lustige kleine Möchtegern-Verschlüsselung für die Tür verwenden, die natürlich nichts mit sicherer Verschlüsselung zu tun hat. Das ist einfach nur eine Spielerei, die man auch sehr viel simpler lösen kann, weil wir eigentlich nichts verschlüsseln. Die Door muss sich natürlich auch erstmal selber kennen, deswegen schreiben wir hier door.door ist gleich script.parent, weil das ist das Module-Script und Parent ist die Door. Und genauso muss sie natürlich auch ihre anderen States kennen, sprich door.offen und door.geschlossen. Einen Augenblick. Wusch, da haben wir es. Door.offen ist gleich door.door.parent. Doppelpunkt find first child offen, dasselbe auch mit geschlossen. Weil das wären dann hier das offen und geschlossen Part. Mache jetzt zu dem State mal einen Abstand. Und dann schreiben wir noch door.config. Hier kommen die Konfigurationsvariablen rein. Eigentlich müssten wir das nicht mit door.config machen. Das ist dann eine doppelte Verschachtelung. Aber wir machen es trotzdem. Door.config ist natürlich ein Table. Und hier kommt rein TreenTime. Und die TreenTime ist die Zeit, wie schnell sich die Tür öffnen soll. Dann nehmen wir einfach mal knackige 0,4 Sekunden. Dann haben wir noch die Schloss-ID, die wir ja vorhin auch schon benannt haben. Und die ist erstmal nil, weil das Schloss ist noch nicht gesetzt. Das ist die, auf die wir uns hier beziehen. Door.config Schloss-ID. Und für die Spielerei, die wir heute brauchen, brauchen wir eine Minimal- und eine Maximalzahl. Und da schreiben wir hier Min-Prime ist gleich 10.000. Ihr müsst den Unterstrich nicht machen. Das mache ich nur, damit es besser zu lesen ist. Und natürlich Max-Prime machen wir 100.000. Und das ist auch der Kernpunkt, warum diese Verschlüsselung, die wir heute machen, sowieso Müll ist. Weil für eine anständige Verschlüsselung braucht man sehr viel größere Zahlen als das hier. Darüber können wir später sprechen, wenn es dann soweit ist. So, als nächste Variable hauen wir noch die door.treeninfo rein. Und die ist gleich eine treeninfo.new door.config.treeintime, enum.easingstyle.sign. Dann natürlich noch das door.offen.goal. Ist halt das Treen Goal für offen. Und das ist dann ein Table, in dem wir einerseits die Orientation drin haben. Und die ist gleich door.offen.orientation sowie die Position. Und die ist gleich door.offen.position. So, und jetzt haben wir hier diesen Table und genau das Ganze kopieren wir uns hier einmal. Wir nehmen die nächste Zeile und pasten es da rein und ändern jedes offen zu geschlossen. Sprich, aus offen Goal wird geschlossen Goal. Aus door.offen wird door.geschlossen. Und aus door.offen wird door.geschlossen.
Und damit haben wir das auch. Viel mehr Variablen müssen wir jetzt gar nicht festlegen. Jetzt geht's an die Methoden. Und für die Verschlüsselung müssen wir erstmal wissen, ob die Zahlen, mit denen wir arbeiten, überhaupt Primzahlen sind. Dafür schreiben wir hier einfach mal Door-Doppelpunkt ist Primzahl. Dann haben wir was ganz Einfaches. Wir nehmen da eine Zahl natürlich rein. Das ist Type Number. Relativ egal eigentlich. Jetzt checken wir erstmal if not Zahl or not type of Zahl ist gleich number, then return end, weil wenn wir nichts reinpacken, was eine Zahl ist, dann ist es auf jeden Fall keine Primzahl. Jetzt sagen wir if Zahl ist kleiner als 3, then return Zahl ist größer als 1. Weil Primzahlen fangen nicht bei der 1, sondern bei der 2 an und jede Zahl, die kleiner ist als 3 und größer ist als 1, ist eine Primzahl. Theoretisch könnten wir auch kleiner gleich 3 nehmen, weil 3 ist auch eine Primzahl. Aber egal, wir machen das so. Schreiben hier end. Und nun kommt der for Loop, der prüft, ob es denn vielleicht keine Primzahl ist. Das heißt, wir schreiben jetzt for Tyler ist gleich Zahl minus 1, 2, minus 1 do. Was das hier jetzt macht, erkläre ich, wenn ich den Rest geschrieben habe. Wir schreiben jetzt erstmal if Zahl modulus Tyler ist gleich 0, then return. So, wie ihr alle wisst oder vielleicht auch nicht wisst, eine Primzahl ist eine Zahl, die sich nur durch 1 und sich selbst teilen lässt und durch nichts anderes. Das bedeutet, wir prüfen jetzt erstmal, ob die Zahl, die wir reingepackt haben, teilbar ist durch irgendein Teiler und am Ende bei 0 rumkommt, sprich, dass es keinen Rest ergibt. Wenn das der Fall ist, dann returnen wir, weil dann ist es keine Primzahl. Die Teiler müssen natürlich immer kleiner sein als die Zahl. Das bedeutet, wir fangen mit einem Teiler an, der ist gleich Zahl minus 1. Das heißt, wenn die Zahl 5 ist, ist der erste Teiler die 4. Jetzt checken wir, lässt sich die 5 durch die 4 teilen? Nein, funktioniert nicht. Dann gehen wir weiter zum nächsten, das wäre dann die 3. Lässt sich die 5 durch die 3 teilen? Geht auch nicht. Also gehen wir weiter, die nächste Zahl ist dann die 2. Lässt sich die 5 durch die 2 teilen? Nein, geht auch nicht. Und weiter geht's nicht, weil wir haben hier festgelegt, sobald wir bei der 2 angekommen sind, ist Schluss. Dann ist der Loop beendet. Und deswegen sagen wir, wenn wir dann angekommen sind bei der 2, return true. Weil alle Zahlen, die es bis hierhin schaffen, die diesen kompletten Loop überstehen, sind Primzahlen. Wenn ihr das nicht versteht, schreibt es einfach ab. Aber wisst ihr was, ich kommentiere das mal ein bisschen. So, jetzt habe ich hier einfach mal dazu geschrieben, was das alles bedeutet. Alle Zahlen zwischen 1 und sich selbst durchloopen. Also zwischen, nicht inklusive. Dann prüfen, ob die Zahl sich durch den Teiler teilen lässt. Und falls nicht, dann lässt sich die Zahl nur durch 1 und sich selbst teilen. So, nun schreiben wir eine Funktion, und zwar um eine Primzahl unserer Wahl zu getten. Das heißt, wir schreiben door:getPrime. Dafür legen wir jetzt erstmal eine local Ausgangszahl fest. Und die Ausgangszahl ergibt sich aus math.random self.config.minPrime und self.config.maxPrime. Das heißt, wir holen uns erstmal eine Zahl, die befindet sich zwischen diesen zwei Zahlen, zwischen self.config MinPrime und MaxPrime, sprich zwischen 10.000 und 100.000. Diese Zahl ist nicht zwangsläufig eine Primzahl, deswegen starten wir jetzt einen Loop. Der Loop sieht so aus, while not self:Doppelpunkt ist Primzahl, Ausgangszahl do. Jetzt sagen wir einfach nur, Ausgangszahl plus ist gleich 1. Und einfach nur, damit hier nichts komplett abschmiert, schreiben wir hier einfach mal ein task.rate rein. Sollten wir vielleicht auch hier mal... Ich mach's nicht. Doch, wir machen's. Wir machen's. Task.rate schreiben wir auch hier rein. Durch die task.rates dauern die Loops und die Berechnungen sehr viel länger, weil jedes Mal dann wieder ein kleines Stückchen gewartet wird zwischen jeder neuen Zahl. Aber dafür wird das Risiko verringert, dass das Ganze abschmiert. Würde mehr Sinn machen, dass wir vielleicht eine bestimmte Anzahl an Iterationen erstmal abwarten und dann task.raten. Aber zu viel Code machen wir jetzt nicht. Wenn ihr es wollt, dass es schneller läuft, lasst ihr das task.rate weg. Wenn ihr nichts riskieren wollt, dass euch irgendwas abschmiert, dann schreibt es hin. Und am Ende returnen wir die Ausgangszahl. Das bedeutet, wenn die Ausgangszahl eine Primzahl ist, dann returnen wir die Ausgangszahl. Falls nicht, machen wir plus 1. Und das so lange, bis die Ausgangszahl, also die neue Ausgangszahl, dann eine Primzahl ist. Damit getten wir jetzt eine Primzahl, die sich zwischen 10.000 und 100.000 befindet. Nicht ganz, denn wenn wir eine sehr hohe Ausgangszahl haben, dann kommt auch als Primzahl die 100.003 raus, weil das die nächste Primzahl über 100.000 ist. So, nun kommen wir zu dem Claim-Part. Function door:claimen. Und da nehmen wir natürlich den Spieler rein, der die Door claimen möchte. Und das ist ein Player-Object. Und hier sagen wir erstmal if not Spieler, then return end. Weil ohne Spieler kann der Spieler auch nicht claimen. Jetzt schaffen wir uns zwei Primzahlen. Erstmal local prime 1 ist gleich self:getPrime. Und das Ganze kopieren wir uns nochmal und ändern die 1 zu einer 2. Prime 2 ist gleich self:getPrime. Als allerletztes speichern wir uns noch das Produkt dieser zwei Primzahlen. Produkt ist gleich
Prime 1 mal Prime 2. So, wozu haben wir jetzt diese zwei Primzahlen und das Produkt? Dadurch, dass wir bei diesen zwei Zahlen darauf achten, dass das Primzahlen sind, stellen wir sicher, dass dieses Produkt ausschließlich ein Produkt dieser zwei Primzahlen sein kann. Weil diese zwei Primzahlen sind ja auch nur ein Produkt aus sich selbst und der 1. Dementsprechend gibt es nur die Möglichkeit, diese zwei Primzahlen zu nehmen, um durch A mal B dieses Produkt zu errechnen. Das ist sozusagen die Grundlage von sehr vielen Verschlüsselungsalgorithmen, nur dass richtige Verschlüsselungsalgorithmen sehr, sehr viel komplexer sind und vor allem auch sehr viel größere Zahlen als 100.000 benutzen, weil 100.000 schwachsinnig, das kann super easy gebruteforced werden. Also die kürzesten Schlüssellängen, die man eigentlich noch vertreten kann, sind welche mit mindestens 512 Bit. Und 512 Bit, einen Augenblick, das muss ich mal kurz ausschreiben, sind ungefähr so eine große Zahl. Diese Zahl hier. Und ja, die geht noch ein bisschen weiter. Das ist eine Zahl mit 512 Bit. Und so klein muss so eine Primzahl Minimum sein, damit das auch was taugt bei der Verschlüsselung. Und eine ordentliche Verschlüsselung ist natürlich nicht einfach nur A mal B und dann haben wir das Produkt, sondern da werden etwas, also gar nicht so viel kompliziertere, aber etwas kompliziertere Algorithmen verwendet, um ein Schlüsselpaar zu generieren. So, jetzt sagen wir auf jeden Fall, der Private Key, den wir ja oben festgelegt haben hier, der ist jetzt nicht mehr nil, sondern der wird festgelegt auf die Primzahl 1. So, das ist jetzt nämlich der private Schlüssel. Diese Primzahl 1 ist der private Schlüssel von unserer Tür. Und unsere Tür merkt sich natürlich noch etwas, und zwar das Ergebnis. Also self.config.schloss-ID ist gleich Produkt. Und diese Schloss-ID, also dieses Produkt, die kann auch gerne öffentlich sein, weil diese zwei Primzahlen sind in dem Fall jetzt die Schlüssel, die die Spieler und die Tür haben, um miteinander sicherzustellen, dass sie selbst sind. Die Tür weiß natürlich jetzt, weil die Tür selbst den zweiten Schlüssel generiert hat, den zweiten Schlüssel. Deswegen macht man das eigentlich auch sehr viel komplizierter. Und jetzt geben wir dem Spieler noch seinen eigenen Private Key. Und zwar in Form eines Tools. Local Key Tool ist gleich instance.new Tool. Jetzt legen wir hier noch einige Sachen fest. Zum Beispiel KeyTool.requiresHandle packen wir auf false, weil wir packen da jetzt kein Handle, kein Model rein. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Can be dropped machen wir auch auf false, weil ohne Handle wäre es sowieso blöd, das Ding fallen zu lassen. Das findet ihr nie wieder. KeyTool.name ist auf jeden Fall Key, weil hier im Türscript gucken wir ja auch immer, ob sich im Backpack etwas namens Key befindet. Eigentlich müssten wir noch eine Funktion machen, die wirklich nach dem Key sucht. Die erstmal checkt, ist der Spieler am Leben, hat ein Backpack. Wenn es nicht im Backpack ist, ist es vielleicht in seinem Charakter drin. Müsste man eigentlich alles checken, machen wir aber nicht für die Einfachheit jetzt. Jetzt sagen wir noch KeyTool.tooltip ist gleich, dann machen wir das ein bisschen hübscher. Und zwar Spieler.displayName. In Anführungsstrichen Schlüssel, sprich hier würde dann Connys Schlüssel stehen. Und jetzt setzen wir den eigentlichen Schlüssel, und zwar KeyTool Doppelpunkt SetAttribute KeyID, und die setzen wir auf die Primzahl 2, also auf den Schlüssel vom Spieler. Als letztes sagen wir noch KeyTool.parent ist gleich Spieler.backpack. Und damit hat der Spieler dann auch seinen Schlüssel bekommen. Hier meckert er natürlich rum. Theoretisch existiert die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler kein Backpack hat, weil er gerade tot ist oder so. Checken wir alles nicht. Das Script muss fertig werden. Und das soll euch ja auch nur eine Idee geben, wie das Ganze funktionieren kann. Ihr müsst es nicht unbedingt im Backpack speichern. Es macht sowieso viel mehr Sinn, die Sachen irgendwo anders zu speichern, wo sie sicherer sind. Weil im Backpack kann jeder andere einfach den Schlüssel auslesen. Natürlich kann niemand was damit anfangen, weil niemand kann sich dann eine Kopie vom Schlüssel erstellen, die der Server auch wahrnimmt. Aber es ist unsicher, weil dieser private Key vom Spieler, den kann jeder sehen. Also bringt es einem nichts, wenn der private Key im Backpack liegt, falls ihr den jetzt wirklich mit eingeben oder so machen würdet. Und jetzt machen wir nur noch eine Funktion, und zwar die, die den Key prüft. Dafür schreiben wir noch einmal Function Door Doppelpunkt Key Check. Dann nehmen wir den Key wieder rein. Das ist eine Instance, um genau zu sein, ein Tool, damit ihr das im Hinterkopf behaltet. Weil wir haben ja hier dieses Tool erstellt, worin sich dann der Private Key vom Key befindet. Und hier sagen wir erstmal if not key, then return end. Macht ja sonst gar keinen Sinn. Und jetzt returnen wir einfach nur key Doppelpunkt get attribute key ID mal private key, den natürlich nur unsere Tür kennen darf, ist gleich self.config.schloss-ID. Also wenn diese Funktion hier funktioniert, sprich wenn der Private Key vom Spieler und unser eigener Private Key dasselbe ist wie die Schloss-ID, dann returnt er true, ansonsten returnt er false. Und jetzt, wo wir diesen ganzen Vorbau hier haben, können wir jetzt die letzten Funktionen machen, die nur noch dafür da sind, um die Tür zu öffnen und zu schließen. Das, wofür sich wahrscheinlich einige von euch interessieren, und zwar Function Door Doppelpunkt Open
Dann nehmen wir wieder den Key rein. Der ist natürlich wieder ein Tool, aber nicht so wichtig. So, jetzt sagen wir if self.state ist gleich offen, also wenn die Tür schon offen ist, oder self.config.schloss-id und nicht self.key-check-key, then return end. Also wir prüfen erstmal, ist die Tür offen, dann können wir sie sowieso nicht öffnen. Falls die Tür ein Schloss hat, also wenn die Tür schon von jemandem geklemmt wurde und der mitgelieferte Schlüssel nicht stimmt, dann wird die Tür auch nicht geöffnet. Ansonsten können wir jetzt einfach nur die Tür öffnen. Das bedeutet, wenn ihr das alles komplett ohne Key macht, könnt ihr das hier alles weglassen und euch jetzt einfach nur um diese Funktion kümmern. Und zwar local screen ist gleich train Doppelpunkt create. Dann sagen wir self.door, das ist die Tür an sich. Dann natürlich noch self.treeInfo. Und zu allerletzt self.OpenGoal. Und das wär's. Der Treen ist erstellt. Jetzt muss er nur noch gestartet werden. Das heißt, wir sagen jetzt treen.play. Ihr könntet theoretisch auch hier hinter play schreiben. Aber es macht mehr Sinn, Treens. Also grundsätzlich macht es mehr Sinn, Treens in eine eigene Variable zu packen. Damit man später dann auch irgendwie treen.completed connect oder treen cancel oder sowas noch daran klatschen kann. Machen wir jetzt nicht, aber egal. Wir packen auf jeden Fall self.state jetzt erstmal auf offen, damit die Tür weiß, dass sie offen ist, und returnen am Ende true, weil wir die Tür erfolgreich geöffnet haben. Wir returnen hier true, aber noch bevor die Tür komplett geöffnet ist. Das bedeutet, die Tür ist vielleicht noch so ein bisschen im Öffnen, dann wird sie wieder geschlossen. Das heißt, man kann die Tür so richtig hin und her kippen. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr zum Beispiel warten, bis der Treen completed ist. Ihr könnt einfach einen Task.rate machen für die Treen Time und dann habt ihr das auch und dann funktioniert das auch, bevor ihr den Self-State setzt. Dann habt ihr praktisch einen Debounce, bis die Tür geöffnet ist. So, jetzt machen wir dasselbe noch mit DoorClose. Dafür kopiere ich mir einfach wieder diese Funktion. Benenne das um in DoorClose. Ändere hier oben self.state ist gleich geschlossen. Und das hier nehme ich raus, weil die Tür soll von jedem geschlossen werden können, damit sich Spieler schön in einem Haus einsperren können. Das wäre doch toll, wenn die sich einsperren. Zum Schließen brauchen wir ja keinen Schlüssel, sondern nur zum Öffnen. So, zuletzt müssen wir den Treen hier noch so weit bearbeiten, dass wir hier bei der Treen das Offen Goal mit dem geschlossen Goal ersetzen. Und am Ende hier noch den State auf geschlossen ändern. Zu guter Letzt wollen wir diese blöden Door.offen und geschlossen Parts gar nicht erst sehen. Deswegen schreiben wir hier noch einmal Door.offen.transparency ist gleich 1, damit das nicht mehr zu sehen ist. Und dasselbe machen wir dann auch noch mit Door.geschlossen. Nennen wir einfach um. So, am Ende wird noch die Door returned. Und wir haben es. Ich zoome mal ein Stückchen raus, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Gehe hier nochmal so ein bisschen durch, damit ihr hier alles sehen könnt. Das ist alles, was wir schreiben mussten. Ja, hier geht es noch ein bisschen weiter. So, und das wär's. So, wenn ich das hier jetzt so durchgehe, fällt mir auf, ich habe hier zum Beispiel Prime mit einem E hinten dran geschrieben. Das muss natürlich weg. Und ich würde sagen, wir können das Ganze jetzt testen. Ich bin immer noch unsicher, ob der Wait hier nicht alles versauen wird. Wir werden es jetzt sehen. Wir gehen einmal auf Play. Gucken uns das an. Wir spawnen in das schöne Spiel rein. Sehen dann gleich meinen wunderschönen Skin. Oh ja. Ich stelle mich vor die Tür, drücke auf Claimen und nichts passiert. Also es passiert nicht wirklich nichts, weil wir sehen ja auch keinen Error in der Konsole. Und eigentlich sollten wir einen Error bekommen, wenn ich noch einen Fehler hätte. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass der wirklich gerade sehr lange braucht, um zu prüfen, ob die Zahl eine Primzahl ist. Wir warten einfach mal eine Weile. Wir warten einfach mal. Mal gucken, wie lange der jetzt braucht, um das zu prüfen. Weil, ja, dieser Task.Rate ist ja nach jeder einzelnen Zahl, wartet er jetzt nochmal so für einen Frame. Und das kann schon eine Weile dauern. Das kann schon eine Weile dauern. Ich werde langsam aber auch ungeduldig hier. Na gut, ich drücke auf Stopp. Wir testen es aus, indem ich einfach mal den Task.Rate hier entferne. Gehe dann wieder auf Play. So. Es sollte immer noch dauern, weil bei dem anderen Ding noch ein Task.Rate drin hatte. Aber wir gehen hier ran, drücken auf Claim und es hat ein bisschen gedauert, aber es ging jetzt auf jeden Fall viel schneller. So, und jetzt lässt sich die Tür auch öffnen, schließen, wenn ich schnell mache, auch so. Es funktioniert einfach. Die Tür funktioniert einfach. Wunderbar. Wenn ihr diese eine Wartezeit beim Erstellen des Schlüssels auch nicht haben wollt, könnt ihr hier auch das Task.Rate wegmachen. Wie gesagt, Task.Rate ist dann angebracht, wenn ihr vor allem mit sehr großen Zahlen arbeitet, sehr großen Ranges arbeitet. Da wäre es gerade hier angebracht. Aber da schlage ich auch vor, dass ihr noch einen Iterator macht, wie oft er schon geloopt hat und nach einer bestimmten Anzahl an Iterationen dann erst einen Task.Rate macht. So, wenn ich jetzt auf Play drücke, dann sollten wir praktisch gar keine Verzögerung mehr haben. Das sollte jetzt alles sofort gehen, weil wir auch mit sehr kleinen Zahlen arbeiten. Übrigens, ihr seht hier unten auch, der wurde der Schlüssel erstellt. Wenn ich rüber habe, steht da Connys Schlüssel. Und weil ich diesen Schlüssel habe, funktioniert das mit der Tür auch.
Ich kann euch jetzt mal was zeigen. Wir haben es ja so eingestellt, dass sich die Tür schließen lässt, ohne Schlüssel, aber öffnen nur mit Schlüssel. Das heißt, ich töte mich jetzt, weil wenn ich sterbe, dann ist der Schlüssel auch weg. Deswegen solltet ihr den wirklich nicht in den Backpack packen. So, ich habe keinen Schlüssel mehr. Das heißt, ich kann jetzt die Tür schließen, aber ich kann sie nicht mehr öffnen. Ich bin jetzt eingesperrt. Wunderbar. Es funktioniert auf jeden Fall genauso, wie es soll. Und dann ist mir gerade noch ein Fehler aufgefallen, und zwar hier im Türscript. Und zwar müssen wir hier tatsächlich nochmal ein If-Statement bei den Procs Action Text machen. Wir kopieren uns einfach mal das hier raus. Kopieren das hier davor. Also if door.config Schlosser, die ist gleich nil, then claimen. Dann schreiben wir hier else schließen. Weil es kann ja sein, dass ein Spieler schon eine andere Tür geclaimt hat, diese Tür aber noch nicht geclaimt wurde. Und in dem Fall müsste das dann auch wieder auf claimen gestellt werden. Und hier dann auf öffnen, so. Weil sonst werden die Türen auch verbuggt. Okay, jetzt sollten wir eigentlich alles geschafft haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel in das Spiel reingehe, das Haus da kopiere, so, und dann nochmal hier hinpacke, dann haben wir hier zwei Häuser. Ich teste das Ganze noch einmal. So, für das erste Haus claimen wir uns den Schlüssel, haben jetzt hier unten den Schlüssel und können es dann öffnen und schließen, wie wir wollen. Für das zweite Haus können wir keinen Schlüssel claimen, aber solange das Haus nicht geclaimt ist, bleibt das hier auf claimen. Ich kann die Türen öffnen und schließen, wie ich will, bis ein anderer Spieler kommt und diese Tür für sich claimt. Dann wird die Tür nicht mehr funktionieren. Und das testen wir jetzt einmal aus, indem wir hier oben auf Test, wir stellen auf drei Spieler und dann auf Start gehen. Dann gehen wir wieder mit unserem Lieblingsspieler Spieler 1 hier hin, claimen uns diese Tür, gehen hier rein, haben den Spaß unseres Lebens und wir gehen dann hier in das Haus einfach mal rein. Wir können die Tür auch öffnen, wie wir wollen, aber jetzt kommt unser Erzrivale Spieler 2 dazu. Der schließt einfach die Tür unseres Hauses, kann sie aber nicht mehr öffnen, wie ihr seht, weil wir haben den Schlüssel nicht. Und jetzt gehe ich hier zu diesem Haus und claime das einfach. So, und wenn ich jetzt bei Spieler 1 bin, denke ich mir so, bruh, ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Ich wurde eingesperrt. Aber wollen wir mal nicht so sein. Wir lassen Spieler 1 wieder raus. So, ich kann dann wieder rausgehen. Ich kann die Tür auch wieder schließen. Das funktioniert also jetzt. Jetzt sind diese beiden Häuser geclaimed. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann aber meine eigene Tür öffnen. Und wenn ich jetzt zu Spieler 2 wechsle, kann er seine Tür natürlich öffnen und schließen, aber meine Tür nicht öffnen und schließen. Und dann gibt es natürlich noch Spieler 3. Der hat gar keinen Schlüssel. Der kann die Tür nicht öffnen. Und er kann auch die Tür nicht öffnen, weil beide Häuser sind schon geclaimed. Das bedeutet, das System funktioniert auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe euch damit ein paar Anstöße gegeben. Ihr habt jetzt hoffentlich eine Idee, wie ihr das Ganze für euer Spiel bewerkstelligen könnt. Das wäre es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!